Jetzt mit dem Dreh. Oh! Oh! Ich hoffe, das wird nicht teuer. Oh mein Gott! Gehen jetzt. Vielleicht durch. Geola Asere, Geola Miente, was geht ab, meine Besten? Euer Boy Elmer Cubanito ist mal wieder back am Start. Und ja, Miente, ihr könnt es sehen, ich bin mal wieder unterwegs. Das hat folgenden Grund. Und ich habe es euch schon zum letzten Video gesagt gehabt, dass ich nach Barcelona zu Elias fliegen werde. Leute, er spielt da mit Barcelona in der Youth League oder wie Kuba das sagt, U19 Champions League. Leute, ich habe 0 Minuten geschlafen. Ich komme jetzt gerade aus Dortmund nach Köln und ja, mein Flieger geht um 9.55 Uhr. Und ich würde sagen, ich nehme euch mit, Leute, bitte, für den Struggle. Ich habe wirklich durchgeschnitten. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal kostenlos und ja, folgt mir auf Instagram. Checkt Finelli ab, wisst Bescheid, was ihr noch der Beste braucht oder sonst was. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mit nach Barcelona. Ich freue mich, ich war schon lange nicht mehr in Barcelona. Ja, es wird cool werden. Ich bin zwar tot, aber es wird nice. Alright, let's go. So, Miente, raus aus der Maschine, gelandet in Barcelona. Wild, ich war schon so lange nicht mehr in Barcelona, Leute. Ja, ich freue mich enorm. Ja, ich suche jetzt erstmal mein Gepäckstück. Ich hoffe, das ist angekommen. Der Plan ist dann noch kurz zum Camp Nou. Fanshop dieses Mal. Ja, ich hoffe, ich schaffe das diesmal zeitlich, Leute. Ach, da geht mir immer das Herz auf, wenn ich endlich wieder Spanisch höre. Ihr wisst ja, in Kuba redet man ja Spanisch und ich bin ja Kubaner. Ja, auf jeden Fall auf dieser Exit, da müssen wir hin. Da ist unser Gepäck. Leute, überall lachen mich diese Fastfood-Läden an. Aber ich muss jetzt echt ein bisschen was tun für meinen Summerbody, weil, Digga, ich habe auf jeden Fall unnormal zugenommen. Ich muss jetzt ein bisschen auf Ernährung achten, Leute. So, Miente, geil, mein Koffer ist da und ihr seht, er ist einfach kaputt. Nice. Was mache ich jetzt da? Digga, das war jetzt echt, also ich sage euch ehrlich, das ist too much. Gut, ich das mal an, Leute. Ja, komplett kaputt. Ich bin jetzt gerade hier bei so einem Office. Ja, der Typ war auf jeden Fall nett. Der hilft mir jetzt gerade. Egal, wir warten mal drauf, was er gleich sagen wird. Und ja. Okay, Miente, auf jeden Fall, ich habe ein Update. Ich Idiot. Ich habe einfach meine Quittung irgendwo verloren. Mir war sogar klar, ich habe sogar noch diskutiert mit der Frau. Ja, egal. Leute, wir gehen jetzt. Gehen jetzt auf jeden Fall raus. Wir lassen uns davon jetzt nicht die Laune kaputt machen. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns. So, Miente, draußen angekommen, noch nicht im Hotel. Leute, guckt euch mal das an. Auch wenn ich den Koffer, Digga, wenn der Koffer kaputt angekommen ist. Leute, lasst euch niemals von irgendwas die Laune versauen. Leute, Hotel ist auf jeden Fall direkt beim Camp Nou und direkt beim Trainingsgelände. Also, das ist super. Leute, ich fühle mich auch direkt wieder fit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich einfach so Palmen sehe, Sonne, direkt andere Laune. So, Miente, wie gesagt, ich bin im Hotel angekommen und Leute, witzigerweise ist einfach. AZ Alkmaar ist einfach hier. Lol. Was ein Zufall. So, Miente, das ist also das Hotelzimmer. Digga und ich Idiot. Keine Ahnung, die hat mir irgendwie einfach ein Zimmer mit 3 Betten gegeben. Das ist der Ausblick. Boah, guck mal, einfach Palmen, da geht doch einfach das Herz auf. So geil. Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, irgendwie die Jungs von AZ Alkmaar sind auch hier. Also easy lustig. Jetzt muss ich noch schnell das Video online stellen, live stellen von Dortmund. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich ein bisschen später. Ich spreche mich vielleicht noch ein bisschen aus und dann gehen wir rüber zum Camp Nou, Fanshop und dann zum Spiel von Ili. U19 gegen AZ Alkmaar. Ich geil, Barça! Vamos! So, Miente, wir sind auf jeden Fall angekommen bei der Area von Barça. Leute, hier gibt es ja diesen bekannten Robo-Keeper. Vielleicht bettle ich mich da noch. Geht's auf jeden Fall mal als erstes ins Store rein, Leute. So, okay, Miente, wir sind angekommen vom Barça Store, Leute. Und ich würde sagen, ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich gehe jetzt und guck mal. So, Leute. Digga, wie geil das einfach aussieht. Wow. Wow. Crazy. So, Leute, Trikot von Pedri. Aber hier muss bald das von Ili sein, Leute. Achomach, Ilias. Boah, Miente, guck mal, das ist so ein Retro-Trikot, Leute, und ich kann mich schon erinnern, wo Rivaldo für Barcelona gespielt hat, Leute. Ja, auch so. Das feiere ich übertrieben. So genauso war eines der ersten Shirts von Rivaldo, was ich hatte. Weiß ich, wer von euch kennt noch die Legende Rivaldo? So, Miente, auf jeden Fall, das ist das Warm-Up-Trikot von Barça. Sieht auch sehr, sehr schön aus.
Und Leute, ich werde noch probieren, vielleicht bleibe ich noch hier bis Sonntag, dann Barca gegen Valencia zu schauen, jetzt mit Dings Classico zu schauen, das wäre viel zu spontan gewesen. Aber schöne Grüße auf Fisca Barca, da gibt es das safe auch im Vlog von ihm. Und so diese auffällige Farben, Leute, das feiere ich halt übertrieben, das finde ich richtig nice, der ist richtig geil. Und die Nikes habe ich gar nicht gesehen, boah, die sind geil, Mann, die sind richtig crazy. So, und hier das Jersey, das Home-Trikot, Leute. Ich würde sagen, ich probiere das jetzt mal. Ich bin schon so lange Barca-Fan, ne? Das ist seit Rivaldo-Zeit. Das war so immer mein Traum, einfach Barca zu spielen. Naja, leider nicht in diesem Leben. Übrigens, Vihente, dieser crazy Zipper, ne? Der ist unreleased. Ich weiß, er ist komplett krank. Der kommt bald raus für mich. Schöne Grüße an Kawa, der ihn wieder designt hat. Komplett sick, was du gemacht hast. So, Vihente, ich habe jetzt das Jersey an. Was sagt ihr? Steht's mir? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ist ein bisschen zu oversized. Ich probiere jetzt noch das hier an, Leute. So, Vihente, also das wäre das hier. Digga, mit Bauch einziehen, alles. Mir ist schon aufgefallen, Digga, ich trage gar nicht mehr so enge Sachen, ne? Früher, ich habe echt ein bisschen Bauch bekommen, Mann. Kubanito Hasselbauch. Hä? It's Jordan 4. Yeah, it's like 4 retro, snake skin. It's very unique. Thank you, bro. Übrigens, Leute, Xavi habe ich mal getroffen. Bei einem Adidas-Event war das, Leute. Und ja, das ist mir gerade jetzt wieder eingefallen. So, Mert und hier. Als sie die Champions League gewonnen haben, 2015, legendär gewesen. Und hier Neymar, 100% Jesus, wo er raufgeschrieben hat, sehr, sehr stark. Ich glaube, das wurde ihm jetzt sogar verboten. Schon traurig, dass sowas verboten wird. Aber ja, ihr wisst, wichtig, wichtig, sehr, sehr wichtig, Jesus. Und ja, auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt raus. So, Mihente, Essen ist auf jeden Fall angekommen. Ich habe mich jetzt für den Barca-Burger entschieden. Und Leute, guck mal. Leute, Kawa ist auch am Start. Er guckt, dass alle Pakete ankommen. Hast du alles im Griff, Junge? Yes, Bro. Sehr gut, alles gut. So, Mihente, Burger ist da. Ich habe einfach den Barca-Burger bestellt, um ihn zu probieren, Leute. Also ich würde sagen, wir testen den jetzt mal. Ist lecker. Mir persönlich fehlt das Scharfe. Ich liebe scharf. Pommes. Ah, gibt jetzt vielleicht ein bisschen mehr Salz. Okay, Leute, ich würde sagen, ich snack jetzt. Ich weiß, ich habe zwar gesagt, ich will kein Fastfood essen, aber ich habe es noch wieder nicht geschafft. Egal. Ich muss aber wieder ins Gym gehen, Leute. Ich muss wieder anfangen zu trainieren. So, Mente, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Hier, Leute, krass. Hier die ganzen Pokale, die Barca gewonnen hat. Sehr, sehr crazy. Die alle aussehen, guck mal. Leute, guck mal, einfach Fußballschuhe aus 1968. Also, die ist noch die Wall of Fame mäßig. Alle verschiedene Spieler, die für Barca aufgelaufen sind. So, und jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen nervös, weil das wird jetzt das erste Mal sein, dass ich wirklich das Camp Nou sehe. Boah, Digga, das sieht komplett krank aus. Wow. Das sieht krank aus. Man, das sieht einfach nur crazy aus. Krass. Wow. Also, erstes Mal einfach im Camp Nou. Ich will gar nicht wissen, was hier abgeht, wenn ein komplettes Stadion voll ist, Leute. So, Leute, ich habe auf jeden Fall den Brigade kennengelernt. Der hat ein super Bild von mir gerade gemacht. Das blende ich euch jetzt ein. Muchas gracias para hacer el foto. De donde eres? Mexico, ne? Mexico. Mexico, Leute, der kommt einfach aus Mexiko. So, Mente, auf jeden Fall jetzt hier im Tunnel angekommen. Bild. Sehr, sehr wild und da wird natürlich auch schon die Hymne gespielt. Oh mein Gott, hier ist einfach der legendäre Spielertunnel. Krank. Also klar, wir haben es natürlich schon von oben gesehen, aber auch hier von unten. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Leute, es war auf jeden Fall irgendwie noch so ein Rapper hier, glaube ich. Irgend so ein spanischer Rapper. Ich habe aber keine Ahnung, wer das war. Und ich habe die ganze Zeit versucht rauszubekommen, wer das ist, auf der Barca-Seite. Wir werden es gleich später sehen. Also, Mihente, auf jeden Fall mein erstes Mal hier im Camp Nou. War crazy. Crazy, crazy, crazy. Hat mir sehr, sehr gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch so ein bisschen besseren Einblick bekommen. Ich weiß, ich war jetzt nicht der erste YouTuber, der es euch gezeigt hat. Aber ja,
Auf jeden Fall, ich würde sagen, falls es jetzt noch was gibt zu sehen, dann zeige ich euch das. Leute, was ich gar nicht wusste, das soll also das neue Stadion dann werden. Ja, wahrscheinlich dann den Umbau. So Leute, und hier auf jeden Fall, während wir die Hymne hören von Barca im Hintergrund, hier das Stadion, wo wir gleich hingehen werden. Zu Ili, Leute, das ist da die von Johan Cruyff. So, mi gente, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich wieder draußen angekommen. Und ja, ich habe noch kurz den einen, wo ich dachte, dass er Rapper ist, kennengelernt. Er war wirklich Rapper, Leute. Blessed heißt er. Und er ist kolumbianischer Rapper. Und ja, ich habe kurz mit seinem Manager geredet. Und ja, auf jeden Fall cool. Er hat irgendwie, keine Ahnung, 3 Millionen auf Insta. Aber ja, war vor allem als Mensch auch cool, ein bisschen mit ihm zu reden. Ja, also, mi gente, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt im Stadion bei Ili, Barcelona U19 gegen AZ Alkmaar. So, mi gente, ihr könnt es auch sehen, also, Ciudad Esportiva Juan Camper. Das ist das komplette Trainingsgelände von Barca, Erstmannschaft und Jugend. Digga, sehr, sehr gut. Und da drüben, da hinten, entstehen immer diese ganzen Videos von den Profifußballern. Habt ihr sicher auch schon gesehen auf TikTok. Ich finde diese Kids, die übertreiben auf jeden Fall schon. Die übertreiben, da ist auch gerade ein Kamerateam. Also, mi gente, hier ist immer das Ganze hier geschehen, die ganzen Videos. Auch Kamerateam, alles. Ja, Leute. So, mi gente, ich habe mir auf jeden Fall Wasser geholt, weil Papa meinte zu mir, Bruder, du musst viel mehr Wasser trinken. Und ja, da hat er absolut recht. Also, schöne Grüße an Papadopoulos. Ja, ich sipp mir die jetzt rein, weil ja, ich muss auch gleich ein bisschen performen können, mein Kopf drin. Ja, auf jeden Fall, Leute, das Wetter ist komplett überragend. Ja, da hat man einfach komplett andere Laune. So, mir hat auf jeden Fall, wir sind angekommen in das Stadio de Johan Cruyff. So, mir hat da sind also die AZ Alkmaar Spieler, Leute, die auch im gleichen Hotel sind. Und ja, ich werde mich jetzt gleich ein bisschen informieren über die Spieler, wer den meisten Marktwert hat. Also, Leute, der Spieler mit dem meisten Marktwert ist Poku. So, Mente, da kommen sie. Und da ist Ili. So, Mente, also Ili auf jeden Fall da hinten. Mit den rot-schwarzen Adidas sind das, glaube ich. Schönes Tor. Alter, Ili. Komm, Junge, mach ihn! Ja, locker, easy! Ja, Ili. Yes, Junge, 2 von 2, das wollen wir sehen. Leute, ich habe gerade recherchiert, ne? Lamine, Leute, der ist erst 15 Jahre alt. Also Leute, da ist der 15-jährige Lamine. So, Ili, machen wir noch einen Freistoß. Jawohl! Das wollen wir sehen, grande Ili. Oh, da hat die AZ Alkmaar, Jungs. Wir sehen auf jeden Fall auch ready aus hier. Guck mal her hier, Maschine. Alter Junge! So, wir hätten noch kurzer Faktencheck. AZ Alkmaar hat einfach gegen Frankfurt 5-0 gewonnen. Also die haben einfach die Frankfurter 5-0 weggebrettert. Doch, es gibt auf jeden Fall für die Jungs hier aus Barcelona aufzupassen, denn ja, die Holländer können definitiv Fußball spielen. So Leute, die Hymne von Barca, geilste Hymne, geilste Hymne. Habt doch Barca-Fan, aber ich kann die Hymne nicht. Also mir hätte auf jeden Fall mein Tipp ist 1-1 und dann Elfmeterschießen mit. So, Mente, da kommt sie also. Ili heute mit der Nummer 8. Ili, auf uns go! Was das, Junge? Also Leute, so erste Impression, ich finde, die Jungs aus Holland wirken physisch sehr, 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 sehr ready, sehr, sehr stark. Also wenn ich auch den 19-9 ansehe von AZ Alkmaar, brutale Maschine. Ja, Schiri guckt auf die Glock, er gibt das Spiel frei. Also erstmal Barcelona von rechts nach links, Leute. Ili da im Dreier-Mittelfeld auf rechts außen. Und dieser Victor, der hat ja Bayern 3 oder 4 Tore eingeschenkt und da ist er. Sehr, sehr krasser Kicker, Leute. Er ist 15 Jahre alt. Aber die Barca-Jungs können erstmal klären. Oder doch nicht. Gefährlich. Boah, diese Nummer 11 da ist auffällig. Ich blick mal kurz auf meinen Notizblock. Also Nummer 11 ist Adai. Also der fällt auf jeden Fall auf. Achtung, dieser Adai.
Also da wird es erstmal gefährlich. Also ich finde, die zwei Flügelspieler bei AS Alkmaar fallen auf jeden Fall sehr, sehr oft durch ihre Schnelligkeit und auch technisch sehr, sehr gut. Oh. Ili. Junge. Schade. Aber es geht weiter, Leute. Und hier kommt. Was ein Touch. Ja. Komm. Schade. Komm, Ili, den hast du. Okay. Ey, Ref. Ref! No, Paris! Wie kann das bitte kein Foul sein, Leute? Der hat ihn doch komplett umgehauen. Was hat mit dem Ref? Also, meinte, Ili macht da viel Druck über die Seite. Also, meines Erachtens war das auf jeden Fall ein Foulspiel. Aber ja, Schiri ist am längeren Hebel. So, und hier geht's wieder weiter. Und Adai setzt da gut nach und ist wirklich enorm schnell, dieser Adai. Und auch körperlich setzt er sich wieder durch. Also, macht da viel. Viel Mühe. Boah. Und den Ball rein. Aber da ist zum Glück keiner. So, jetzt vielleicht langer Ball. Na, Flammi. Digga, für 15 ist das so gut. Aber leider nicht gut genug, um den Torwart zu bezwingen. Aber guter Vorstoß. Familie. Ja, geh. Schieß. Also setzt er sich gut durch, Leute, und dann leider ein bisschen zu hoch. Aber das kennen wir ja von Ili. Ich glaube schon, vor 4 Jahren war das auf diesem einen Turnier. Er kann auf jeden Fall aus der Distanz sehr gut schießen. Also, schade, dass er da den nicht platziert genug hinbekommt. Und der Robert, stark. Komm, Junge. Zauber was, Junge. Oh, ja! Oh mein Gott! Schieß, Junge! Oh, reklamieren Handspiel! Digga, Leute, was geschieht hier? Oh! Mach ihn, Junge! Der Schiri entscheidet auf keinen Foul! Oh, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also das sah von hier schon nach einem Foulspiel aus. Ili. Ja. Oh! Also in dem Spiel ist jetzt Feuer drin. Nice. Das wollen wir sehen. Erstmal sind wir hergekommen. Nummer 10, sehr, sehr stark gemacht. Jetzt vielleicht bist du Platz. Komm, Junge, pass rein. 10er. Ja, legt ab. Schuss. Komm, Ili. Komm. Lamin. Und gibt dir der Ecke Barcelona. Also, Leute, es ist ein Hin und Her. Vierer gefällt mir. Mach das ruhig. Souverän. Das wäre Lamin. Der setzt sich jedes Mal durch. Das ist krass. Jedes Mal wieder. Nummer 10. Oh. Den habe ich schon jetzt im langen Eck gesehen. Schade. So, okay, Mente, das war's von der ersten Halbzeit. 0-0. Wir haben leider nicht das übertrieben krasse Spiel gesehen. Aber wir hoffen mal, dass es in der zweiten Halbzeit mehr Chancen gibt, natürlich für unsere Jungs von Barcelona. So Leute, die Zuschauerzahl wurde gerade bekannt gegeben, also fast 900, 898. Und hier geht es wieder weiter in der zweiten Halbzeit. Barca jetzt von links nach rechts. Er spielt so Eier mit den Verteidigern, ne? Das ist Wahnsinn. Also da haben wir auf jeden Fall einer für die Zukunft, Leute. Alle Barca-Fans. Komm, Ili.
Geh, Junge, geh, geh, geh. Ja, schön. Victor, mach ihn. Hey, Elfmeter. Oh. Schade, schade. Kann da leider nicht genug früh den Abschluss finden. Ja. Boah, Alter, auf die Jungs da spielen zu lassen. Boah, das war sehr, sehr stark gemacht vom Kapitän mit der Hacke. Also Leute, es wird immer, immer wieder gefährlich, wenn dieser Adai an der Pille ist, Junge. Mal für die Zukunft. Schönpass. Ich hoffe, das wird nicht teuer. Oh! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Oh mein Gott, Leute, was hat der für einen Empfang des Tor gemacht? Was war das für ein Longshot, Leute? Schade, mal, ich finde ihn wird da echt auf der falschen Position eingesetzt. Er müsste eigentlich vorne rechts sein. Okay, Leute, Trainer macht jetzt taktische Veränderungen. Ili wird jetzt vorne links sein. Wir hoffen, dass er Akzente setzen kann. Oh, Achtung, Achtung. Da sind die Aquara-Jungs. Hier dieser Adai. Oh. Schade, schade, Mente, aber das war einfach super rausgespielt und dann wollen sie es einfach entschlossener. 2-0, ich hab's gesagt, die Jungs aus Holland sind enorm stark. Also, 63 Minuten, 0-2 jetzt, jetzt ist es sehr, sehr schwer für Barca. Aber weiter, vamos Barca! Mit außen bis von diesem Adai. Oh mein Gott, was war das für ein kranker Save? Digga, mein Hände, was sehen wir hier für ein krankes Spiel jetzt mittlerweile? Alter, was eine Grätsche. Hält da wirklich Spaß, da noch am Leben, kann man sagen. Muss man so sagen. Ja, wenn schon versucht das mal, die Nummer 17. Fängt das schon. Spiel, da sieht man mal ein bisschen das Digi-Duck auf dem Wasser. Oh, komm. Ja, belohn dich. Er versucht. So Leute, und Poku geht jetzt raus. Der Mann mit dem meisten Marktwert bei den Holländern hat ein gutes Spiel gemacht. Auch ein interessanter Mann, wie ich finde. Oh! Oh, reklamieren Handspiel. Hola! Ja! Elfmeter! Ja! Was? 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 Einfach rote Karte? Während ich check gerade gar nicht, was sie geschieht. So, okay, Mente, jetzt haben wir einmal wieder das gleiche. Einfach wieder für eine angebliche Schwalbe eine gelb-rote Karte. Und es wird auch jetzt sehr, sehr hitzig. So, komm. Ja. Okay, Mente, hier jetzt. Freistoß. Digga, was sehen wir hier für ein Spiel? So, Mente, Adai raus. Sehr, sehr gutes Spiel. So, Mente, noch 8 Minuten auf der Clock. So, jetzt bringen. Oh. Leute, es ist einfach nicht der Tag heute vom Boss, habe ich so das Gefühl. Langsam aber sicher. Tschüss. Oh, schöner Schussversuch von Ili. Schade. Oh.
Oh, mach ihn, Junge! Boah, Dick. Also Leute, da haben wir auf jeden Fall mal wieder kurz die Klasse gesehen von Eli. Schade, Mann. Schade, Digga. Leute, langsam sicher, die Zeit läuft weg. Nur noch 4 Minuten auf der Clock, vielleicht 2-3 Minuten Nachspielzeit. Also wenn, dann vielleicht so 5 Minuten, ey. Schade. Komm, Bro. Hey, jetzt aber Ref! Ref pfeift gar nichts, Leute. War eine 4. Oh, oh nein. Oh nein. Auch für uns, Mirente. Außer Spesen nichts gewesen. So, Mirente. Und somit steht der Arsenal im Viertelfinale. Da sind sie also verdient, Sieger. Haben sie sich auf jeden Fall verdient. So, wir haben hier auf jeden Fall 3-0 für AZ Alkmaar, aber ich habe ja schon von Anfang an gesagt, dass die Jungs auf jeden Fall kicken können. Ja, schade. Aber ja, verdient. Also Leute, ich würde sagen, auf jeden Fall, wir sehen uns ein bisschen später. Und ja, vielleicht treffe ich mich noch mit Uli. Mal gucken, was er nachher schreibt. So, mein Hand auf jeden Fall, jetzt mit dem Bre. Leider, leider verloren. Auf jeden Fall, Leute, aber ihr habt mich gefahren, auf Ehre. Und ja, pienso que nos vemos mañana, no? Inshallah, nos vemos mañana. Inshallah. Inshallah. Okay, mein Hand, ich würde sagen, ich gehe jetzt auf jeden Fall. Und ja, korrekt, dass er mich gefahren hat. Nos vemos mañana, Bro. Dale, hermano, nos vemos. Digga, mein Hand, ich kack ab. Er chillt einfach auch mit Maluma und so, hier im Privatchat. Ja, crazy, sowas erlebt man einfach nur in Barcelona, Leute. So, mi gente, ich bin jetzt im Hotel angekommen. Auf jeden crazy Tag. Erstmal diesen Blast Rapper da getroffen, Stadion gesehen, zum ersten Mal im Camp Nou gewesen. Dann noch mit Illy. Ich habe unfassbar wenig geschlafen, aber egal. Für euch ist mir, mach ich sehr, sehr gerne diesen Hustle. Und ja, deshalb, Leute, liked auf jeden Fall das Video. Kommentiert irgendwas rein für den Algorithmus, folgt mir auf Instagram, checkt sehr, sehr gerne Finelli ab, wisst Bescheid. Der ist einer der neuen Zipper, der rauskommen wird. Wird bald auf euch auf jeden Fall zukommen. Jetzt ist gerade halt die Situation in Türkei ist immer noch sehr, sehr schwer, deshalb haben wir ein bisschen Probleme mit den Lieferanten. Aber ja, auf jeden Fall, mi gente. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Love you all. Bis. Ciao, mi gente.